Der letzte Akt im Meisterkrimi. Wer holt sich den Titel? Für die Steirer schon in den frühen Abendstunden eine klare Sache. 15.500 Fans im Stadion, Hunderte davor. Die Stimmung in Liebenau wahrlich meisterlich. Wir werden Meister! Ja! Gehen wir Vollgas heute, werden wir Meister. Die Schwarzen haben uns den Verstand genommen. Also werden wir Meister! Jetzt geht es los, fünf Fehler von dir. Das ist einfach die sympathischste Mannschaft mit den besten Fans. Auf die Schwarze! Geht auf für den SK-Sturm! Aufbruchstimmung bei den Steirerinnen und Steirern. Nach 12 Jahren ist der Meisterdeller für den SK-Sturm Graz zum Greifen nah. Perfekt vorbereitet, kann einmal nichts passieren. Sturm Graz! Der große Bundesliga-Showdown in der UPC-Arena, schon seit Wochen ausverkauft. Dementsprechend war auch der Andrang bei den Stadioneingängen. Mal, warum steht ihr da mit den Radler raus? Weil wir leider keine Karten mehr gekriegt haben. Gibt's jetzt einen Plan B? Fernseher. Da drüben ist die Videowall aufgebaut. Leider gibt's da kein Public Viewing. Ausnahmezustand nicht nur im Stadion, auch in den umliegenden Lokalen und in der Innenstadt herrschte Meisterstimmung. Die Ausnahme, allesamt nicht besonders angetan vom runden Leder, aber dennoch patriotisch. 5 Steirer und ein einsamer Tiroler. Naja, auf welcher Seite bist du? Ja, auf der Innsbrucker Seite natürlich. Aber ich habe das ja nicht einmal gewusst bis vor 5 Minuten. Sturm ist so super! Wow. Ein weinendes Auge ein bisschen, wenn die Innsbrucker verlieren? Ja, das Herz blutet natürlich. Klar, klar. Ich bin Oberösterreicher und der Lask steigt ab. Ich bin froh, dass ich Sturm Graz überhaupt kenne, ehrlich gesagt. Ja. Ist eine interessante Mannschaft, super Dressen haben sie auch. Ich bin eingeladen zum Bier und habe schon 2 Würstel gehabt und habe gewettet auch, 1.000 Euro ist echt viel, ist eigentlich mein ganzes Budget, das ich noch habe und hoffe, dass ich gewinne. 2-1 für Sturm, schätze ich. Gewinnen werden wir auf jeden Fall. Sag ich mal 2-1, wenn es gut geht. Wenn es 3-1. Wenn es 3-1 ist, ja. Schön wäre es schon, wenn der Meister. Und was für ein Sport geht's? Ich mache jetzt den Aufruf, der Hermann Mayer soll für den Sturm Graz spielen. Es ist 7 Minuten vor Schluss, ja. Jetzt schon optimistisch. Realistisch. Es wurde mitgefiebert und mitgefeiert. Die Steiermark bebte. Die Blackies haben es geschafft. Mit dem 2-1-Sieg gegen die wacker kämpfenden Innsbrucker holten sich die Steirer den 3. Meistertitel. Die Freude kannte bei Spielern, Trainerteam und Fans keine Grenzen. Der 25. Mai 2011. Ein Tag, der Fußballgeschichte schrieb. Wir sind Meister. Meistertitel! Es ist extrem in Worten gefasst! Mit dem ersten Meistertitel, mit dem zweiten und jetzt mit dem dritten. Das ist einfach nur geil. Ich hoffe nur, dass ich nicht mehr so viel Jahre drauf warten muss. Graz ist die Macht! Aber sauber! Yeah. Besten Trainer Franco Foda! Mann, es kommt nicht oft vor, aber die Tage genießt man, auch wenn man keine Karten hat. Wir sind Meister! Wir haben draußen gewartet! Es ist einfach ein Traum! Wir sind Meister! Ich kenne 5 Salters rückwärts schlagen, wenn ich es kenne, da nicht. Whoa!